darf ich vorstellen das Herzog-Filmprogramm 1956-57. Ein Programm mit Herz und Dramatik. 18 Filme, die sich jeder wünscht. Wir blenden auf. Musikparade, ein Schlagzeugwirbel ausgelassener Spielfreude, heißer Jazz und heiße Liebe, Stars mit 3 Sternen, Xavier Cugat und sein weltberühmtes Orchester, Peter Alexander und Georg Tomalla, rassige Rumbas um eine rassige Frau, Ebbe Lane, schön wie der Süden und temperamentvoll wie ein Tambourin. Ein Wanderlied in Farben, Lumpazi Vagabundus. Ein böser und ein guter Geist wetten um die Seelen dreier Tippelbrüder. Paul Hörbiger, der Schuster, Gunther Philipp, der Schneider und Joachim Fuchsberger, der Tischler und Nachwuchsstar Nummer 1. Und Günther Lüders als Lumpazi Vagabundus. Ein Lied der Landstraße für alle, die irgendwo im Winkel ihres Herzens ein Vagabund geblieben sind. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. London ruft Nordpol. London ruft Nordpol. Der Kampf der Geheimdienste hinter den Kulissen des Zweiten Weltkrieges. Deutsche Abwehroffiziere schalten sich in das englische Agentennetz ein. Verräter und Verratene, Spitzel, Spieler, Patrioten und Liebende, die nichts anderes sein wollen als Menschen über die Fronten hinweg. Erinnerung an Canaris, der von dem Vorgang, der diesem Film zugrunde liegt, sagte, der größte Schlag, der uns je gelang. Kurt Jürgens, Dawn Adams, Volko Lulli, Albert Lieven, René Deltgen und viele andere. London ruft Nordpol. Dieser Film ruft Sie. Vorhersage für den nächsten Maria Schell-Film. Vorwiegend heiter. Der erste heitere Film dieser großen Schauspielerin. Ihr erster deutscher Farbfilm. Cyprien. Cyprien spielt mit allen Herzen, sogar mit dem eigenen. Cyprien gibt die gescheiteste Antwort auf die verfängliche Frage. Muss man sich gleich scheiden lassen? Cyprien, ein Film wie ein Glas Champagner. Der Sinn von Cyprien ist nicht, vor Ehen wird gewarnt. Aber nach dem gleichnamigen Roman von Vicky Baum, nur mit einem R davor, vor Rehen wird gewarnt, dreht Maria Schell ihren nächsten Film. Er heißt ganz schlicht und einfach Liebe. Das ewige Thema unseres Lebens, gestaltet von einer ungewöhnlichen Frau. Maria Schell und Raff Vallone, der Spitzenstar Italiens, das sensationellste Paar der Spielzeit. Kennen Sie diese Melodie? Natürlich. Komm mit mir auf den Opernball. Ein Walzertraum in Farben. Dieser Film ist das beste Mittel gegen die Managerkrankheit. Ernst Marischka hat ihn geschaffen. Sonja Ziemann, Adrian Hofen, Hertha Feiler, Johannes Hesters, Theo Lingen, Hans Moser. Eine wahre Milchstraße von Sternen erster Ordnung. Erleben Sie, wie zwei hübsche Frauen ihre Ehemänner auf die Probe stellen und dann Mühe haben, selber die Probe zu bestehen. Tanzen Sie mit uns nach Wien. Jeder einmal auf dem Opernball. Von Wien an den Rhein, zum sangesfrohen, trinkfrohen und farbenfrohen Film Das Sonntagskind. Heinz Rühmann, das Sonntagskind des deutschen Humors, als Schneider Wibbel humorvoller denn je. Wie der kleine, brave Ehemann durch die Tücke des Schicksals gezwungen wird, seinem eigenen Begräbnis beizuwohnen, das müssen Sie gesehen haben. Dieses Sonntagskind ist eine Sonntagslaune des deutschen Films, denn bei Heinz Rühmann ist alle Tage Sonntag. Ein außergewöhnlicher Schauspieler, unaufhaltsam auf dem Weg nach oben, das ist Walter Richter. Ein Felsbrocken von einem Kerl, unaufhaltsam auf dem Weg nach unten, das ist der Fuhrmann Henschel. Welch eine Rolle für Walter Richter. Und welch eine Aufgabe für Nadja Tiller, ein von allen dunklen Trieben gehetztes Mädchen darzustellen, für das der Sinn des Lebens brennende Sinnlichkeit und verbrennender Ehrgeiz ist. Gerhard Hauptmanns erregendes Bühnenstück als Film, eine Menschenlandschaft, gemalt in lodernden Farben von Josef von Baki, Fuhrmann Henschel. Ein Film, der unter die Haut geht. Ein Mädchen in Uniform als Rekrut bei den Kaiserjägern, das bringt beinahe die ganze KUK-Armee durcheinander, bis Kaiser Franz Josef im Film und Willi Forst im Regiestuhl den unlösbaren Knoten charmant entwirren. Ein Spitzenstar des deutschen Films als Partnerin von Adrian Hofen. Ein berühmtes Regiment und eine berühmte Marschmelodie. Das sind die Kaiserjäger. Ein täglicher Gepäckmarsch von der Theaterkasse zur Bank.
Schenk mir dein Herz, Lucia, ich seh mich so nach dir. Fühl meine Schmerz, Lucia, ich kann doch nichts dafür. Die Stimme der Sehnsucht, die Stimme von Rudolf Schock. Ein kleines Mädchen lauscht ihr wie der Offenbarung einer glücklicheren Welt. Die Stimme der Sehnsucht wird zur Stimme ihres Lebens. Dieses Kind ist die 11-jährige Christine Kaufmann, die jedes Schulmädchen zur Freundin, jeder Vater zur Tochter und jede Großmama zur Enkelin haben möchte. Der Stimme der Sehnsucht gab Gerhard Winkler die Melodie. Auf Capri spielt die Handlung. Ein Film mit allen Farben des Südens. Schenk mir dein Herz, Lucia, sage ich ja und werde Und nun der dreifache Trumpf im Spiel der Spielzeit. Dreimal Romy Schneider. Drei Filme mit dem natürlichsten jungen Mädchen der Leinwand. Mit diesem frühlingshaften Star, der kein Star sein will. Sissi, die junge Kaiserin. Keine Fortsetzung. Ein neuer Film für sich mit der Weite der ungarischen Pusta und der ganzen versunkenen Pracht der Donaumonarchie. Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm, das Zwillingssternbild am deutschen Starhimmel. Magda Schneider, Josef Meinrad und Gustav Knuth, die bewährte Besetzung des ersten Films und Ivan Desny dazu. 10 Millionen haben den ersten Film gesehen. Diese Millionenerbschaft tritt nun der zweite an. Und die nächste Hauptrolle für Romy Schneider? Robinson soll nicht sterben, nach der berühmten Novelle von Friedrich Forster. Romy spielt die Anführerin einer Horde von Jungens, die den Dichter des Robinson aus der Verzweiflung seines Alters retten und wenn sie bis zum König von England gehen müssen. Ein Film nach ihrem Herzen mit Horst Buchholz, Erich Ponto, Rudolf Vogel, Ernst Schröder, inszeniert von Josef von Barki. Von der Kaiserin bis zum Mädchen aus dem Volke. In Genf macht die kleine Maniküre Kitty zufällig die Bekanntschaft eines englischen Ministers und damit den Sprung in die große Welt. Viel Liebe und viel amüsante Eleganz, umrahmt von einer der schönsten Landschaften der Erde. Das ist der Farbfilm Kitty und die große Welt. Mit der großen Besetzung Romy Schneider, Karl-Heinz Böhm und O.E. Hasse. Kitty und die große Welt, der Film der Bundesfilmpreisträger, geschrieben von Herbert Reinecker, inszeniert von Alfred Weidemann, nach seinen dramatischen Erfolgen diesmal ein Meisterstück der lächelnden Leinwand. Noch ein anderer Film von Alfred Weidemann. Der Stern von Afrika behandelt nach dem Tatsachenbericht der Revue das Schicksal des Jagdfliegers Hans-Joachim Marseille, der mit 22 Jahren und 158 Luftsiegen der erfolgreichste Jagdflieger der Welt war, des Teufels jüngster Hauptmann. Der Film zeigt nicht den Aufstieg eines Helden, sondern den Absturz eines betrogenen Idealisten. Der Stern von Afrika, ein Ausblick zu den hoffentlich glücklicheren Sternen der Zukunft. Ein Name, den man nicht vorzustellen braucht. Zweimal Walt Disney. Geheimnisse der Steppe. 3 Jahre lang fuhren seine Kameraleute in gepanzerten Spezialwagen kreuz und quer durch den dunklen Erdteil. Geheimnisse der Steppe. Der Großfilm des Großwildes. Und Susi und Strolch. Der erste abendfüllende Zeichentrick-Farbfilm auf CinemaScope. Die rührend komische Geschichte zweier Hunde, denen die schwerste und zugleich erheiterndste Aufgabe unseres Lebens zuteil wurde, der Umgang mit Menschen. Schwarzwaldmelodie. Ein Farbfilm von Fernweh und Heimkehr. Klaus Biederstedt, Gardi Granas, Walter Giller, Hans Richter und Kurt Reimann. Schwarzwaldmelodie. Der Film der deutschen Seele. Peter Voss, der Millionendieb. Eine verwegene Hetzjagd rund um die Welt. Ein Farbfilm mit einer Überraschungsbesetzung der Titelrolle.
Peter Voss, der Millionendieb, mit Walter Giller und Nadja Tiller, mit falschem Geld und echtem Humor und mit direktem Anschluss von Paris über Rom, Madrid, Tanger, Kairo, Istanbul bis nach Tokio. Das ist das Herzog-Programm 1956-57. Das Programm, das Sie suchen.